Liebe Freunde, nur Kleingeister glauben an einen ganz oben, an ein Limit. Wir von der Hubert National Bank werden nie damit aufhören, ihr Limit ins Unendliche zu potenzieren. Auge um Auge. Wie viel ist weg? 3 Millionen aus dem Safe und einiges aus den Schließfächern. Wir haben einen Raubmord. Das war präzise geplant. Brutal, professionell, möglicherweise etwas Persönliches. Anscheinend kannten Sie das Opfer, das wir auf der Straße fanden. Ich versuche, mich rauszuhalten. Alexander Hubert ist Jeffrey Huberts jüngerer Bruder. Alexander Hubert wurde 2011 von einer Gruppe abtrünniger US-Ranger als Geisel genommen. Die Entführung ging schief, Alexander Hubert starb. Standen Sie Ihrem Bruder nahe? Sogar sehr nahe. Wie oft betritt der Kopf einer Bank seine Filiale? Wahrscheinlich war Hubert noch nicht mal in allen. Bei uns kommt er oft vorbei. In solchen Schließfächern lagert man sein Schwarzgeld. 7 von Ohios 16 Abgeordneten sowie ein Senator haben Konten bei Huberts Westchester-Filiale. Diese Akte deckt die ganze Verschwörung auf. Warum sollte er etwas so Belastendes aufbewahren? Wo liegt der Unterschied zwischen einer Frage und einer Unterstellung? Unterstellungen beantworten Sie nicht. Hubert ist auf freiem Fuß. Alles sofort hinlegen! Nicht jeder braucht eine Waffe, um Dinge zu regeln.